Willkommen zurück. Kann ich dir gleich zeigen, muss man neu da doch. Sollen wir wetten? Double Steakhouse? Okay, du hast eingeschlagen. Boah, wir haben 11:30, ne? Wird heute nichts mehr mit Double Steakhouse, würde ich sagen. Ne. Dankeschön. Ist alles verkackt. Hey, Alter. Egal, wie ich morgen einen alleine essen. Wow, ich sehe nichts und ich muss auf diese scheiß Dinger drauf springen. Okay, Snacks geht. Jawoll, du! Spring! Danke! Wechseln. Ja? Ach so. Ja, kann ich leider nicht, wenn er gerade auf die Fresse fliegt. Ja. Und noch einer. Die Kamera, ne? Ich meine, klar, ich kann es verstehen, wenn man hier auf so einem Luftschiff rumbrainert, dass die Kamera da teilweise Probleme hat, aber... Renn ich jetzt überhaupt in die richtige Richtung? Ja. Hier ist gar nichts mehr. Hinten ist noch eine Klappe. Doch, das ist die Klappe. Nein! Du verdammtes... Ah, cool. Jetzt kann ich hier auf gut Glück runterspringen und hoffen, dass ich nicht sterbe. Ey. Okay, man stirbt, glaube ich, nie. Boah. Was? Wo kommst du her? Oh Gott. Das ist jetzt schmutzig. Ich glaube, es sieht immer so aus. Okay. Schade. Flog hier gerade was rum? Hä? Der ist in den Sand eingetaucht. Ich sehe nichts. Ich glaube, du brauchst eine Brille. Hä, hast du ihn gesehen oder was? Nein, ihn nicht. Ich dachte, du meinst überhaupt was. Ja, gerade eben war es kurz irgendwie so hell, dass man quasi gar nichts erkannt hat. Ey, ich meine, dieser Gegner ist so groß. Kann sich eigentlich nicht so wirklich verstecken. Ich wusste gar nicht, dass der untertauchen kann. Irgendwie nach diesem Rundflug mit Absturz bin ich etwas desorientiert. Ja, bist ein bisschen zu doll auf den Kopf gefallen. Die Musik ist auch gar nicht da, ne? Und auch ziemlich leise. Komisch. Rechts, glaube ich. Da! Oh, stimmt. Ey, du kannst heute noch ein bisschen Silent Hill spielen, kann jetzt mal gucken. Ja. Hast du weitergespielt vom letzten Mal? Nein. Cool. Ey, warum schießt du nicht? Ey. Ich weiß nicht, aber gerade ist irgendwie alles krüppelig. Ja, das ist, wenn man zu energisch ist in dem Spiel, dann schafft man irgendwie nichts. Wenn man's unbedingt ja, man schaffen hat ja auch will. Irgendwie einen gewissen Zeitdruck jetzt halt, ne? Wenn man will irgendwie 20 Minuten Parts haben und will möglichst irgendwie jeden Boss in einem. Ja, man möchte wir möchten nicht gerne langweilen. Wir bemühen uns echt gut zu sein. Aber so gut wir auch sind, machen wir auch Fehler. Ja, und irgendwie die Zeitlimits kombiniert mit der Kamera und
teilweise, dass irgendwie der Charakter nicht richtig reagiert, machen uns einfach einen Strich durch die Rechnung. Ja. Also habt Erbarmen. Oh, das war ein meisterlicher Schuss. So, noch eins. Vorlässt du. Wenn ich das Spiel nicht kennen würde und das sehen würde, finde ich es irgendwie schon geil. Ja. Ehrlich. Jetzt taucht er wieder ein. Oh. Ah, ist aber egal. Da kann man bestimmt auch irgendwann drauf kommen. Ja. Ist aber, glaube ich, ziemlich. Ja, vor allem, wie soll man das vorhersehen, wann er das macht? Ja. Oh, komm schon. So müssen diese Pfeile so lahm fliegen. Ja, der beutelt dich ziemlich, ne? Das ist ätzend. Gerade nervt es mich. Das dauert einfach zu lang. Auf dem Weg nach Prismania City. Ja, jetzt habe ich gleich getroffen. Ja. Auf dem Weg nach Prismania City. Ist dir irgendwie extrem langweilig oder so? Nein, ich such nur was. Ich hab nicht mit Langeweile zu tun. Was denkst du denn? Ey, das ist so scheiße. Bist du müde? Halt die Klappe. Na, wenigstens, wenn ich nochmal auf ihn draufkomme, kann ich einfach komplett nach hinten durchlaufen und habe nur noch das eine Ding, das ich kaputt machen muss. Jawohl, das ist... Nein, jetzt wird er auch mit der Kurve, verdammt. Ja, oh, klappt doch. Das sah erst so aus, als würde es nicht klappen. Spring. Danke. Warum immer diese Klappen hochgehen, ne, dass man die überhaupt verwunden kann? Ja. Das ist wieder so videospielmäßig, ne? Oh, was? Ich hab die ganze Zeit halten gedrückt. Ich schwöre es dir. Ich hatte die ganze Zeit meinen Zeigerfinger auf dieser Taste drauf. Ja, und die Luftkissen sind wieder voll. Geil. Echt geil. Sauber. Ich find's eigentlich nicht Scheiße. Geil. Was war das jetzt? Warum hat die Kamera jetzt so komisch reagiert? Weil die, glaube ich, ein Wirbelsturm ist. Oder Aro. Ja, er war's. Steig auf, verdammte Scheiße. Mein Gott. Ja, cool. Ich glaube, ich krieg noch ein Video voll. Glaube ich nicht. Ja, flieg genau auf mich zu, damit ich dich extrem beschissen treffen kann. Das wäre alles nicht passiert, hätte man Steakhouse gegessen. Dann hätten wir nicht genau genug Power und Konzentration. Dieses Pferd! Das ist alles einfach nur! Ja, so ging es mir ja vor einem Part ging es mir so. Stimmt, der Part ist eigentlich schon ziemlich lang. Aber du hast genauso lange gewartet von da aus. Und der nächste Boss wird wahrscheinlich genauso sein. Ihr seid jetzt nicht abgeschreckt davon, aber es kann echt manchmal frustrierend sein, wenn man irgendwie durch irgendeinen Scheiß runterfällt, obwohl man eigentlich das Richtige getan hat im Spiel. Dumm ist, man muss ja irgendwie echt vorausplanen, wie der fliegt, damit man diese Dinger trifft. Mhm. Ja, und deshalb schießt sich immer so ziemlich ins Blaue, so wie das aussieht. Mhm. Irgendwann klappt es. Fährt. Geh mir nicht auf die Cojones. Jedes Mal. Ich flieg immer genau an dem Flügel vorbei und hinter ihm. Pferd, wo bist du? Oh, es
gleich kommt, bis gerade kommt ein bisschen Kälte rein, das ist schön. Ja, ich durchmag nichts davon. Ich bin einfach nur so wütend, dass ich koche. Das Dumme ist, man braucht halt einfach echt Geduld für das Spiel, muss sich eigentlich auch Zeit nehmen. Nur irgendwie, wir haben halt nicht so wirklich Zeit beim Let's Play, weil halt man eigentlich so in jedem Part einen Boss machen, weil außer den Bossen gibt es halt nicht viel zu sehen, ne? Zieh dich hoch, sonst raste ich aus. Naja, aber ich denke mal, jetzt wird er, glaube ich, fallen. Warum musst du plötzlich stehen bleiben zum Waffe wechseln? Ist auch sonst nicht so. Runtergefallen, aus welchem Grund auch immer und sowas. Und zig mal an Dingen vor. Obwohl, das ist immer das Problem. Also dieser Sprung auf die Flügel drauf, das ist echt schwierig. Ja, dafür kriegen mich die Schnüre auf Dach, diesmal nicht. Hey! Weit gefehlt. Wir machen auch jetzt hier einen Cut, das ist ein kurzer Teil. Obwohl, nee, wir machen keinen Cut. Nee, machen wir nicht. Nicht? Ja, nee. Wenn ich jetzt auch irgendwie extrem lange, so wie du gerade, für den Weg auch noch brauche. Sind ja die 6-7 Minuten, die ich jetzt noch habe, ganz gut investiert. Vielleicht kommt ich auch schon ein Video. Ich glaube, den vorletzten Boss zu finden, da werde ich wieder richtige Probleme haben, weil der Weg war auch irgendwie total unerleuchtend. Ja, diesen Ort, wo der ist, den hat man ja echt vorher noch nie zu Gesicht bekommen. Einfach voll abgelehnt ist. Schon eine ganze Meute, ne? Ja. Krachbumm. Ist schon cool. Voll cool, cool. Hell das Spiel ist, ne? Ist cool. Das erinnert mich auch ein bisschen an Twilight Princess so. Gibt's ja auch mal so extreme Helle. Guardians have news. Closed of city beyond the channel. Ja, es ist nervig. Ja. Es geht, es ist aber lustig gemacht. Macht eigentlich Spaß. Ne. Ist besser als der erste von seiner Sorte. Hallo, Spoiler. Ja, aber es so viel sagt. Jo. Wir sind wieder hoch zu Ross unterwegs. Den Weg nämlich überhaupt nicht mehr. Ich glaube, ich muss wieder durch den Wald. Ja, scheiße. Puh. Oh, ich denke mal, wir neigen uns schon so langsam in Zeitstimme. Also es dauert noch ein bisschen. Keine Sorge, wir haben noch ein bisschen was zu gucken. Aber es ist nicht mehr so viel, sagen wir so. Es ist jetzt nicht mehr... Wir müssen sagen, das Let's Play ist schön. Sind schöne Sachen dabei, schöne frustrierende Stellen. Ja. Also. Man kann. Ja, der Vogel kommt immer hier. Das ist irgendwie bisher immer so gewesen.
glaube, ich bin total... Ja, und die kann man, glaube ich, auch dran springen. Was? Aber da muss man schon ziemlich, ziemlich gutes Timing haben. Ja, und vor allem wirst du ja wahrscheinlich dick in den Abgrund geschleudert. Ich finde es echt... Das Einzige, was ich echt schade finde, ist, dass diese ganzen Wege zu den Kolossen hin halt immer extrem weit auseinander liegen. Und nicht wie beim ersten Koloss irgendwie echt mit so einem kleinen Hindernisparcours verbunden sind. Also, dass es nicht immer so ist, weißt du. Also, sonst reißt er einfach nur ins Gebiet rein, muss irgendwie echt den Weg finden und dann kommt er auf einmal aus dem Boden oder sonst was. Also, wäre echt schön, wenn er echt so ein bisschen Plattformer noch dazu hätte, halt so ein bisschen Level. Naja, aber das Spiel ist halt schon grandios, wie es ist. Da können sich viele heutzutage noch echt eine Scheibe von abschneiden. Ja. So Thema Atmosphäre, Setting und Ideenreichtum angeht. Sag was, ne? Irgendwie schon. Wie geht's jetzt durch den Canyon? Muss ja wohl. Das muss rechts sein. Ja. Na super, ich mag euch. Warum auch immer da kein Licht ist. Ah, das ist wieder der Geysir-Kram. Yep. Aber ich brauche Licht. So ein Lichtstrahl wäre echt schön. Ja, sauber. Es pointet mich aber Richtung Geysir. Ja, du. Geh halt dahin. Ja, ich muss erstmal den Weg dahin finden. Da. So. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ich hierher muss. Also, ich weiß es nicht. Ich will jetzt nicht irgendwie... Das ist so Halbwissen, ist echt gefährlich manchmal. Ja, Licht. Oder auch nicht. Doch, doch. Das sieht doch gut aus. Ja. Ich glaube, ich habe ein Händchen dafür. Ja. Oh, da hinten rechts. Die Höhle kann ja eigentlich nichts sein. Nö. Und das Büchlein aus. Keinen Fall. Oh, ich sag mal nichts. Oh, was? Hier ist überall Schlucht. Ja, und das, wenn ihr nicht aus dem Kampf rausgeht, ne? Doch, hier ist ein Weg. Hm. Das ist ein anderer. Und herbstlich hier irgendwie, ne? Obwohl ich glaube, das sollte kein Laub sein, sondern eher so Boden, ne? Also Stein, Terrakotta. In seine beliebte Bodenfliese, Farbe, Terrakotta. Nennen sie ein schwarz-gelb gestreiftes Insekt. Eine Giraffe. Nennen sie einen typischen spanischen Männervornamen. Etwas, das man mit Kindern macht. Schlangen. Nee, etwas, das man schlagen kann, heißt es. Ein Kind. Top-Antwort unter anderem. Ja, vor allem, wie sie halt direkt gemerkt hat, wie sie sich selbst ertappt hat. Ja, ne, so, dass sie ihre Kinder schlägt. Ich will der guten Frau nichts unterstellen, aber... Etwas, das man mit Steinen machen kann. Steinmenschen bauen. Das war so eine richtige Hypothese. Oh, yeah. Fuck, yeah. Ach, hier waren wir schon mal. Ich weiß, wo wir sind. Ziemlich dekadent, dass ich quasi eben die ganze Zeit hin wollte. Ziemlich dekadent, das zu behaupten. Ja, was eigentlich total falsch war, wo du dahin wolltest. Ich glaube, ich muss da rein. Ist der Weg rein? Ja, gibt es. Glaube ich. Enttäusch mich nicht. Jetzt renn, renn, jetzt renn, 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 ich hab nur 30 Minuten. Ah! Guck mal hier. Guck mal. Ist das was? Ja. Ist das was? Ja, klar, das ist eine Schlucht. Ja. Ich bin gerade voll disappointed. Also meistens sind die Eingänge ja schon ein bisschen größer. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ja, die nächste Bossmog ist übrigens. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Oh, an dieses ganze Szenario kann ich mich noch erinnern. Also an diese ganzen Schluchten hier. Das ist richtig. Ich bin verdammt. Gleich kommt auch noch so eine Safe Station auf irgendeiner Seite, das weiß ich. Und dann bin ich close to the Dings. Schreibmaschinen. Ja. Wir machen aber hier auch einen kleinen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen und gleich geht's weiter mit dem Let's Play. Tschüss. Tschüss.